Sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute möchte Meo euch präsentieren, wie man ein leckeres Ciabatta zubereitet. Ciabatta ist eine Brotsorte, die ihre Herkunft aus Italien hat, bestehend aus Wasser, Mehl, Hefe, Salz und eventuell Olivenöl. Wir zeigen euch zwei Varianten an einem einfachen Grundrezept. Dazu benutzen wir zwei verschiedene Mehltypsorten, Typ 405 und Typ 550. Normalerweise wird der Typ 550 zum Backen von Ciabattas benötigt. Welches Mehl nun besser abschneidet, das sehen wir später. Hier sehen wir die Zutaten, die wir für unser Ciabatta benötigen. Es ist wirklich sehr simpel. Dazu benötigen wir Mehl, gewöhnlichen Haushaltszucker, frische Hefe und Salz. Das andere Rezept sieht ebenso aus. Als letzte Zutat benötigen wir nur noch lauwarmes Wasser. Beginnen wir als erstes mit der Zubereitung des Ciabatta-Teiges mit dem Mehl 550, also 550. Dazu geben wir 10 Gramm frische Hefe oder 4 Gramm Trockenhefe in 160 ml lauwarmes Wasser und verrühren das alles. Wir geben 5 Gramm Zucker hinzu, damit sich die Hefe aktiviert. Damit sich die Hefe aktiviert, braucht sie was zu essen. Die Hefe ist ein Bakterium und sie braucht Mehl, also Stärke, Zucker und Feuchtigkeit. Dann geht es richtig los. Wir verrühren alles so lange, bis sich alles gut aufgelöst hat und lassen alles nur stehen für 5 bis 10 Minuten und warten, bis sich die Hefe aktiviert hat. Wir geben schon mal 250 Gramm Mehl der Sorte 550 in eine Schüssel und fügen 6 Gramm Salz hinzu. Salz ist die einzige Zutat, die sich bei diesem Rezept verändert. Bei Mehl 550 kommen 6 Gramm rein, beim anderen, beim 450, nur 5 Gramm, um den gleichen Geschmack zu erhalten, wie irre sich das auch anhört. So, wenn ihr die Bläschen seht, bedeutet das, dass die Hefe sich aktiviert hat. Nun produziert sie CO2, Alkohol und ein bisschen Wasserstoff. Und wenn man den Wasserstoff sammelt, kann man den auch anzünden. Aber lass das mal lieber. Ich habe neulich einen Abonnenten bekommen, der wohl irgendwie Bekanntschaft oder Freunde bei der THW hat. Ich bin mal lieber ganz vorsichtig mit meinen Ausdrücken. Irgendwas anzünden oder in die Luft jagen. Die Leute von der Feuerwehr und der THW mögen das, glaube ich, nicht. Wir geben nun die aktivierte Superhefe in den Mehl und fangen an zu rühren. Wir rühren das so lange, bis sich die erste Konsistenz gebildet hat. Und dann arbeiten wir auf dem Tisch weiter. Wer jetzt eine Knetmaschine zur Hand hat, ist klar im Vorteil. Aber eine kleine Handknetmaschine bringt hier nicht viel, weil die zieht den Teig immer wieder runter. Da braucht man schon ein bisschen was Größeres und was Professionelleres. Aber das ist ja Handarbeit, das ist Qualität. Und bitte, wir möchten nicht in den Kommentaren lesen, dass es langweilig ist, weil wir keine Knetmaschine haben. Der Teig ist jetzt feucht und klebrig. Wir müssen jetzt auf Konsistenz bringen, indem wir reiben und falten, reiben und falten. Dadurch entsteht eine Wärme. Die Hand ist warm, normalerweise ein Holzuntergrund, ist dann auch warm, wird dann auch warm und ja, das entzieht ihm langsam Wasser. Und der Teig bekommt eine Struktur. Das heißt, durch das Kneten und wieder zusammenpacken, kneten und zusammenpacken, entsteht so eine Art Gitterstruktur. Und das wird dann unser Ciabatta. Je länger wir das machen, und das müssen wir bei dem 550-Teig relativ lang machen. Und deswegen kriegt ihr auch eine richtig feine Struktur. Das werden wir dann beim Ergebnis sehen. Wir geben kein Mehl hinzu. Der Teig muss so lange weitergeknetet werden, bis er plastisch wird. Bis er auch wirklich nicht mehr klebt. So wie ihr es halt eben jetzt im Bild seht. So ist der Teig jetzt schon mal fertig, um weiterverarbeitet zu werden. Er muss jetzt für 50 Minuten lang ruhen. Möglichst warm. Lasst uns nun, oder besser gesagt Meo, den Teig 450 zubereiten. Der ist stark beschleunigt, ich habe da wirklich nichts weggeschnitten, da könntest du alles schnell sehen. Ich bin sehr froh, dass ich diesmal hinter der Kamera stehen darf und Meos Position eingenommen habe. Ja, wenn man so wirklich 20 Minuten lang knetet, das geht in die Arme. Natürlich habe ich Meo dann auch mitgeholfen, das merkt man aber schon. Da ist wirklich eine Küchenmaschine schon ja vom Vorteil. Aber mit Hand geht es auch, also traditionell. Wir backen unsere Ciabattas in unserem Backofen Bosch HBG 676 ES1. Aber der Teig muss jetzt noch für 15 Minuten lang gehen und dazu benutze ich ebenfalls den Ofen, um den Teig warm zu stellen oder die Teige. Wir stellen den Backofen auf Ober- und Unterhitze und drehen die Temperatur auf 30 Grad herunter. Und dann können wir auch schon die Teige zugedeckt in den Backofen für 45 bis 50 Minuten lang hereinstellen. Ihr könnt es auch für eine Stunde lang hereinstellen, prangert mich nicht für diese 5 bis 10 Minuten an. Was bedeuten diese Typen? 405, 505, 1800, 1050? Die Type gibt in der Fachsprache für Müller und Bäcker den Mineralstoffgehalt, den Mineralgehalt eines Mehles an. Je heller das Mehl, desto weniger Minerale sind drin, ne? Dann ist es das 405er. Das 405er Mehl hat sehr gute Backeigenschaften, das werden wir aber auch hier im Video gleich sehen. Das 405er ist auch des Weiteren ein sehr günstiges Mehl, er kostet auch nur ein Drittel des 505er Mehls. Das Mehl mit der Type 550 wird vorwiegend fürs Backen benutzt. Also laut Rezept des Bäckermeisters sollte man es auch für Ciabatta nehmen. Naja, das Ergebnis, das sehen wir dann, was unsere Meinung ist.
als Endkonsument. Ganz einfach gesagt, je höher die Type des Mehles, desto mehr Mineralstoff enthält das Mehl. Auch bei der Verarbeitung hat man die Unterschiede richtig deutlich gemerkt. Beim 505er hat Mio richtig lange knetet, bis sie die richtige Konsistenz erreicht hat. Beim 405er ging das innerhalb von 5 Minuten. Ging auch richtig schnell. Beim 405er Mehl reichen 5 Gramm Salz aus. Beim 550er, nee, also geschmacklich, da müssen schon 6 Gramm rein. Das hat mir immer so gefehlt und das hat mich auch gewundert. Und gerade, warum eigentlich? Da sind mehr Mineralstoffe drin und, komisch. Aber ist so. Wir bestäuben unsere Arbeitsfläche unter ein Backblech, welches mit Backpapier ausgelegt ist, mit Mehl, damit wir arbeiten können. Aus einer Rezeptur macht ihr 2 Ciabattas, also einfach durch die Hälfte teilen. Der Teig wird nun geknetet und in wurstähnliche Form gebracht, so wie ihr es auch hier im Video sehen könnt. Dann bekommt ihr auch eine richtige Ciabatta aus. Wie schon gesagt, die Rohlinge kommen auf ein bestäubtes Blech mit Backpapier. Wir bedecken das Blech und lassen die Rohlinge nochmal für eine Stunde lang gehen, wenn möglich an einen warmen Ort. Natürlich wiederholen wir die ganze Prozedur auch für den anderen Teig und lassen ihn ebenfalls für eine Stunde lang an einem warmen Ort stehen. Die Rohlinge sollten noch mit Mehl bestäubt werden. Die Prozedur des anderen Teiges müssen wir nicht unbedingt zeigen, weil das genau dieselbe ist. Da ändert sich gar nichts. Sind unsere Ciabatta-Laibe nun schön aufgegangen, heizen wir schon mal den Backofen vor. Wir benutzen Ober- und Unterhitze. Wir brauchen 240 Grad. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Mir ist es nämlich schon mal gelungen, die ganze Prozedur zu versauen. Ich habe alles auf 240 Grad vorgeheizt und dann einfach die Ofentür aufgerissen und richtig lang gewartet. Ja, natürlich, die ganze Hitze kam raus. Und dann habe ich mich gewundert, hey, was ist mit meinem Ciabatta passiert? Warum ist denn das so, ne? Warum ist das absolut gar nichts geworden? Es ist wirklich sehr wichtig, die Tür schnell aufzureißen, Ciabattas hereinschieben und die Tür wieder schnell zuzumachen, damit die Hitze auch drin bleibt. Bei diesem Backofen Bosch HBG 676 ES1 nur ein Blech hereinschieben. Mit 2 Blechen funktioniert das nicht. Beide Brote werden nicht gut. Oben und unten, das obere wird oben gut, das untere wird unten gut, aber genau das andersrum, unten wird schlecht und oben wird schlecht, also beim unteren und oberen. Ja, wie soll ich es erklären? Schieb nur ein Blech mit 2 Broten rein, dann wird alles gut. Ich werde jetzt einfach mal ruhig sein und den Backofen 16 Minuten lang backen lassen. So, 16 Minuten sind vorbei. Die Ciabatta sehen gut aus. Das sind die mit der Type 550, 550. Lasst uns jetzt nur noch die 405er Teigrohlinge auspacken und dann kommen wir auch schon zur Bewertung, zur Ciabatta-Bewertung. Die 405er Teigrohlinge kommen ebenfalls für 16 Minuten bei 240 Grad in den Ofen. So, beide Ciabatta sind nun fertig. Einmal die 405er auf der linken Seite, die ich gerade anschneide, und 550er auf der rechten Seite. Was können wir schon mal grundsätzlich erkennen? Wir können erkennen, dass das 405er auf jeden Fall schon mal besser aufgegangen ist. Beide Brote haben eine Ciabatta-typische Kruste, egal bei welchem Mehl. Der Unterschied, ja die Feinporigkeit, ihr könnt es ja auch jetzt richtig gut sehen. 550er ist weitaus feinporiger. Aber das 405er sieht eher aus wie ein Ciabatta, so ein bisschen leicht poriger. Das 550er ist auch weitaus kleiner als das 405er. Da denke ich mir mal, es wird hauptsächlich daran liegen, dass das 550er weitaus länger geknetet werden musste, bis es die richtige Konsistenz erreicht hatte. Während das 405er nach ganz kurzer Zeit, also wirklich nach 5 Minuten fertig war. Ich bin kein Bäckermeister, aber ich weiß auf jeden Fall, dass durch langes Kneten bekommt ihr auf jeden Fall eine feine Struktur. Im Brot, Brötchen, wo auch immer. Kommen wir nun zum Geschmack der beiden Laibe. Wie schmecken die beiden? Welche Unterschiede gibt es? Also für mich persönlich schmeckt das 405er besser. Aber es ist Geschmackssache. Ich mag es, wenn es ein bisschen luftiger ist, ein bisschen leicht poriger. Es gibt auch Leute, die mögen das nicht. Die mögen es eher, genau wie das 550er, es sollte ein bisschen kompakter sein. Ne? Für jeden fühlt sich das anders im Mund an. Einer mag es so, einer so. Auf jeden Fall, beide Brote schmecken sehr gut. Daran gibt es wirklich nichts zu meckern. Wenn ihr euch an dieses Rezept hält, wirklich dieses Rezept, 250 Gramm Mehl, 10 Gramm frische Hefe oder 6 Gramm Trockenhefe, oder 4 Gramm Trockenhefe, 5 Gramm Salz, 5 Gramm Zucker, 160 Milliliter Wasser. Das war es auch schon, haltet euch daran. Dann haltet euch nur noch an die Backzeit, an die Temperatur 240 Grad, Backzeit 16 Minuten. Wenn ihr es knuspriger haben wollt, dann einfach für 17 bis 18 Minuten lang im Ofen lassen. Dann werden sie knuspriger. Dann noch die Ruhezeiten beachten, die sind auch extrem wichtig.
Und das war es auch schon. Und wenn ihr euch an diese Vorgänge hält, dann kriegt ihr wirklich ein perfektes Shiabatta. Es ist schnell zubereitet, das ist kein Akt. Lasst es 15 bis 20 Minuten an Arbeit sein, aber dann bekommt ihr ein frisches Shiabatta. Ohne Backmittel, das heißt ohne Chemikalien. Es ist frisch gebacken, ihr wisst, was drin ist, weil ihr es selber gemacht habt. Und der Preis, ja, der ist natürlich unschlagbar. Die Ingredienzen kosten Mehl, lass es 10 Cent sein bei 250 Gramm. Hefe, 3 Cent. Ja, alles zusammen 40 Cent mit Energiekosten. Also 40 Cent maximal für zwei dicke Leibe. Dafür müsstet ihr in der Bäckerei 2 Euro zahlen und mehr. Und das nur für ein Leib. Plus Chemikalien, plus kann Laktose enthalten, kann Senf und Sellerie enthalten. Hallo? Ich will doch nur Brötchen haben oder ein schönes Ciabatta. Und das sehr gute und sehr leckere Ciabatta habt ihr hier. Ihr habt hier ein Grundrezept, es ist wirklich sehr einfach in der Zubereitung. Was wollt ihr mehr? Leute, und wir benutzen das Ciabatta und zwar für unser nächstes Rezept, dann gibt es nämlich das. Das gibt es dann als nächstes Video. Ja, freut euch schon mal drauf, es ist wirklich sehr lecker. Was es ist, das sehen wir dann. Das erfahrt ihr, wenn das Video online kommt, aber eins sage ich, es ist lecker. Von meiner Seite aus ein sehr großes Lob von mir an Meo, dass sie dieses leckere Ciabatta für mich zubereitet hat und dass ich das noch weiter verwerten durfte. Einfach lecker. Da kamen wirklich mehrere geniale Sachen bei raus. Auch einen sehr großen Dank an alle Zuschauer. Vielen Dank für eure Geduld. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Eure Meo, die das leckere Ciabatta für euch zubereitet hat und ich hinter der Kamera. Diesmal.